hast du es. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum ESL Go 481. Hier entscheidet sich, wer ins Achtelfinale kommt. Ah, mein Buch, meine Damen und Herren, mein Buch. Und ich habe mich wirklich, also ich sag's euch so, wie es ist, ne? Ich habe ja den Turnierbaum vom Go 4 habe ich ja immer so im Blick drin, ne? Und dann gucke ich immer so zwischendurch und dann schaue ich immer, welche Teams weiterkommen, welche Teams nicht weiterkommen, ne? Und ich habe mich wirklich gefreut, wo ich dann so gesehen habe, dass dann langsam Taube eSports, Silex eSports, so langsam aber sicher aufeinandertreffen. Und da habe ich mich richtig drauf gefreut, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Weil beide Teams sind wirklich sehr stark. Und beide Teams haben wirklich die Möglichkeit, ins Achtelfinale zu kommen, meine Damen und Herren. Oh, Montaigne. Oh. Da wird sich ja der QB freuen, dass der Blitz nicht gebannt wurde. So, dann gucken wir mal, was jetzt bei der Defense abgeht. Oh, da wurde sehr schnell entschieden, welches es denn geht. Okay. Die Mira. Also ich glaube, Mira wird hier zu 90% immer gebannt, ne? Also das ist wirklich... Die meisten Teams haben auch schon ihre Taktiken umgestellt, dass man gar nicht mehr mit Mira spielen braucht. Weil ich könnte auch wetten, wenn jetzt, sage ich mal, jetzt irgendwie Mira mal nicht gebannt wird, die meisten Teams werden gar nicht Mira mehr mit einsetzen. Ne, weil, wie gesagt, die Taktiken werden alle umgestellt, ne, sodass dann Mira halt nicht gespielt wird. Weil dieser Operator wird immer wieder gebannt. So, kommt Witschel? Ja, war so klar. Und das ist auch so ein Operator, den muss man auf jeden Fall bannen. Weil es ist einfach so, wenn man halt in der Drohnenphase ist und man droht dann aus und sucht dann halt den Gegner und das ist halt bei den Top-Teams immer so, sie müssen den Gegner sehen, sie müssen den Gegner einfach ausdrohen und da hat Witschel natürlich die besten Voraussetzungen dafür, einfach nicht erkannt zu werden. Und deswegen wird er auch immer gebannt, meine Damen und Herren. So, und dann schauen wir jetzt einfach mal, was denn jetzt hier so eine Operator-Auswahl ist, ne? Jetzt kommt erstmal diese obligatorische Pick-Phase. Ah, Destroyer kann sich noch nicht entscheiden. Oh, Destroyer nimmt den Blitz. Da bin ich mal gespannt, meine Damen und Herren. So, jetzt kommt die Aufdeckphase. Und jetzt, leider Gottes, kommt die Pickphase. Ich meine, am Anfang, ich sag's so, wie es ist. Geile Scheiß, ne? Pickphase, Mensch als Kinder. Ne, man kann auch mal einen Operator wechseln. Ne, man kann die Gegner halt ein bisschen verarschen hier, ne? Komm, Alter, wir machen mal so und so. Das Problem ist einfach nur, die Auswahlphase, 25 Sekunden, ist extrem lang. Das Ding ist natürlich, wenn jetzt alle Teams einfach gleich das Häkchen setzen würden, dann wäre alles super, ne? Aber ich sag mal, Gaia zum Beispiel, ne, setzt nicht das Häkchen. Doch, Gaia setzt das Häkchen auf der letzten Sekunde. Aber naja, Mensch. Wir gucken. Verteidiger, schützt eure Bomben vor der Entschärfung. Wir gehen einfach mal die Stats durch. Da haben wir, und zwar von Taube, der Shitty. Platin 2, Level 207, 1415. Dann haben wir den Destroyer. Destroyer, Diamant 207, 1512. Fiblitz, ganz, ganz netter. Ex-Kommando Katze. Platin 1, 278, 1312. Zuluhe. Aber ich darf Schüle sagen. Und zwar Diamant 238, 1513 und last but not least Gaia. Diamant 206 SN35 AT19, alter Schwede. So, dann gucken wir da einfach mal. Oh, da kommt erstmal der Pro League Spot, einer von der Valkyrie. Das hat zu lange gedauert, Lisa Mar. Das hat zu lange gedauert. Also den Spot. Ja. Sieht scheiße aus, aber okay. Gut, dann gehen wir einfach mal gucken, was denn hier so abgeht. Wir haben auf jeden Fall. Alle fünf Leute sind drin, ja. Ich sage ja immer so, ich bin ja mal einer der Befürworter, der mal mit Rumern arbeiten würde, sage ich mal jetzt, ne? Aber so ein Team wie jetzt die Jungs von Silex schaffen es auch wirklich in der Dev mit fünf Mann in Room eine Runde zu gewinnen. Oh, ich sehe gerade, Beast will jetzt gleich rausspringen. Also ich gucke mal. Beast ist halt auch so einer, der immer gerne rausspringt, meine Damen und Herren. Und er schafft das auch. Also ich bin mal gespannt. Oh, da kommt er raus, aber er kann nicht ansetzen, er zieht zwischen den beiden Leuten durch und Shitty macht den Opening Frag und den Beast raus. Sehr stark gemacht von Shitty, hat zwar nochmal leicht Hits kassiert, aber das reichte nicht, meine Damen und Herren. Die Idee von Beast war nicht schlecht, aber leider Gottes, die Ausführung war halt nicht so, sag ich mal jetzt, so gut. Wir gehen einfach mal durch, die Garnage ist auf jeden Fall nochmal Archiv. Tobi ist im Büro. Lisa Ma mit der Valkyrie ist auf jeden Fall noch im Archiv drinne. Und QB auf die Echo.
Keine Ahnung, wo der jetzt gerade liegt. Auf jeden Fall müsste er weiter wegliegen. Und das, wenn ihr meinen Stream vorhin verfolgt habt, da habt ihr das gesehen, wie Skittles zum Beispiel, der Robben, mit der Echo-Drohne vorhin, Alter, eine Runde geholt hat, was absolut krass war. Ah, da kann er schon mal ansagen. Ah, das ist natürlich clever. Er versucht auf jeden Fall den Hutbreach zu verhindern. Aber das Ding ist einfach nur, sie haben halt kein Termite, weil er ja gebannt wurde. Aber mit der Hibana könnten sie ja noch die Breaches ansetzen. Aber mal sehen. Da werden auf jeden Fall Blinds gesetzt und Gaia versucht jetzt erstmal zu drohen. Schiller ist auf jeden Fall schon mal Hallway, versucht die Rotate zu verhindern, muss aber aufpassen und sich zurückziehen. Ne, Fiblitz ist auf jeden Fall nochmal Büro. Oh, da kommt der Jägenpush. Nein, der Jägenpush kommt nicht, Destroyer ist immer noch außerhalb. Und da werden auch harte Hits gesetzt. Oh, sehr stark gemacht von Schiller hier, sehr, sehr stark. Ne, ein schönes Peak-Hall, ein extrem mieses Peak-Hall. Gaia ist natürlich jetzt erstmal in die Crew reingelaufen, muss ich jetzt erstmal rausnehmen. Fiblitz ist immer noch im Büro. Gaia hat sich zurzeit auch schon vorgebaut im Brunnen. Versucht jetzt erstmal unten zu schauen, weil sie gucken jetzt erstmal, ob unten einer ist mit C4. Destroyer versucht jetzt erstmal ein bisschen auszudrohen. Und es sind noch 28 Sekunden zu spielen, meine Damen. Und es leben immer noch 5 Verteidiger. Oh, die Nate hätte fast gesessen, aber der Legion ist nur für die Life, meine Damen und Herren. Und Fiblitz kann auf jeden Fall Lisa Mara rausnehmen. Sehr wichtiger Frag. Fiblitz wurde jetzt aber von der Ying selber gerade geblendet. Destroyer muss jetzt langsam mal was machen. Er pusht jetzt auf jeden Fall rein. Der Plant versucht jetzt durchzugehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Plant durchgeht, meine Damen und Herren. Und da ist die Echo-Drohne. Da ist die Echo-Drohne. Sehr stark gemacht von Schüle. Sehr, sehr, sehr stark gemacht. Konnte noch Garnasch rausnehmen. Aber die Echo-Drohne hat auf jeden Fall Schlimmeres verhindert, meine Damen und Herren. Und somit geht die erste Verteidigerrunde an Silex. So, dann gucken wir mal, ob irgendwas im Stream jetzt gerade ist, weil er ein bisschen eingeschlafen ist. Wie gesagt, meine Damen und Herren, es tut mir auch leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber bei Taube war gerade Protest gewesen, weil der Gegner das Ergebnis falsch eingetragen hat. Also ich sag mal, das Ergebnis zu seinen Gunsten eingetragen und damit war Taube natürlich nicht einverstanden, ne? Das ist ganz klar. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. An sich wäre es schneller gegangen, hätte der Gegner gleich ordentlich eingetragen. Dann hätten wir schon vor 10, 12 Minuten starten können. Und dann hatten wir gerade noch das kleine Problem gehabt, dass irgendwie die ESL-Seite nicht ordentlich gearbeitet hat. Aber na gut, ne? Hätte Fahrradkette, sage ich mal. Wir schauen hier einfach mal weiter. So, dann gucken wir mal, was hier so ein bisschen noch im Stream steht. Oh ja, hier, los, Taube. Los geht's, Taube. Ja, Manchester-Kinder, hier kommen doch mal schon mal die ganzen Rufe hier. Taube, Taube. Manchester-Kinder, feuert mal eure Teams an im Chat hier, meine Damen und Herren, ne? Wozu haben wir denn den Chat? Einfach reinschreiben, ne? Ich habe auch die Möglichkeiten immer, wenn Operator-Auswahl ist, Pickphase ist und so alles, dann kann ich immer mal so zwischendurch mal gucken und einfach mal schauen, was ihr so reinschreibt, ne? Und gegebenenfalls, sage ich mal, kann ich auch antworten. Also, schreibt in den Chat, Jungs. Ich gucke zwischendurch, feuert euer Team an und es wird auf jeden Fall ein spannender Abend hier. Ich bin mal gespannt, wer hier ins Achtelfinale kommt, meine Damen und Herren. Wir gucken uns aber jetzt auf jeden Fall erstmal die Stats an von Silex. Da haben wir Toby Cole 14. Diamant 337.1914. Alter Schwede. Dann haben wir unser Beast hier. Beast ist auch Diamant 346.3017. Alter. QB, try to rush, meine Damen und Herren. Diamant 322.2413. Garnage Steiger. Diamant 236.2516. Und last but not least, Lisa Ma. Dürfte an sich, ja, was soll es anders sein? Diamant. Ach, nur Level 219, Hüstel, Hüstel, 1915. Nein, Spaß, Lisa Ma, Spaß, Spaß. Und Leute, falls ihr euch fragt, ob Lisa Ma ein Mädchen ist oder ein Junge ist, nein, es ist ein Mann. So, dann gucken wir doch einfach mal, wie es hier denn aussieht hier. Oh, 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 Beast ist hier schon mal richtig on fire. Will auf alles schießen, was sich bewegt. Ah, Toby Cole hat auf jeden Fall erstmal nach unten verschoben. Lisa Ma ist immer noch am Aufbauen. Und QB ist auf jeden Fall schon mal Zoll. Versucht dann gleich den Push hinten zu verwenden. Weil am liebsten pushen hier Leute auch gerne unten durch. Aber er sieht keinen, meine Damen und Herren. Wir gehen mal einfach in die Overview. Ich habe auch gerade gesehen bei Easters. Gaia ist schon bei Easters unterwegs. Die sind auch schon mal drin. Ne? Zulu ist auf jeden Fall schon mal drin, ne, bei Easters. Aimed Hallway ab. Setzt auch blind Richtung CCTV. Und Fiblips kommt erstmal hinterhergelaufen, weil er es die ganze Zeit ausgedrohnt hat. Oh, da bin ich mal gespannt, ob die Nate sitzt. Nee, die Nate sitzt nicht. Und ich sehe hier, mein Jets Kinder Destroyer ist auf jeden Fall mit dem Blitz unterwegs. Und da bin ich mal gespannt, ob er jetzt mal ein paar Kills ansetzen wird. Na, er bleibt erstmal noch defensiv. Weil er traut sich nicht vor, weil Middle Stairs ist auf jeden Fall ein Rotate Richtung Brunnen, meine Damen und Herren. Und das ist natürlich, da kann er in den Rücken geschossen werden. Deswegen will er auch noch nicht vorgehen. Ah, er pusht jetzt, er geht jetzt langsam vor. Muss aber aufpassen. Oh, da kommen schon die ersten Hits von Blitz. Von Bandit, meine Damen und Herren.
Und da kommt das Beast um die Ecke und setzt Destroyer am Ende. Sehr stark gemacht vom Beast. Schön abgeamt. Schöner Opening Frag auf jeden Fall und auch ein wichtiger Opening Frag, weil man muss Blitz als erstes rausheben und da muss Beast aufpassen, da rennt er fast in die Arme, aber da wird er noch in Shield geschossen, der andere Gegner. Oh, das war's für den Zetscher, oh, da kommt das C4 um die Ecke und das war's für Zulu. Sehr stark gemacht von Beast und Beast konnte den Double Kill einsetzen, aber muss er aufpassen. Fiblim steht da eiskalt mit der Sekundärwaffe und holt sich einfach mal das Beast. Und somit haben wir die 3-4-Situation wiederhergestellt. Und jetzt versucht Pittles erstmal reinzupushen. Muss aber aufpassen, weil ja hinten noch einer steht. Deswegen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das war. Ich glaube, es war Lisa Ma. Nein, Lisa Ma ist wieder runtergedroppt. Tobi Kohl ist auch unten. Aimt den Drop ab erstmal. Und QB ist oben East. Also das könnte natürlich jetzt noch richtig eklig werden für die Jungs von Taube. Weil sie ihn jetzt nicht auf dem Schirm haben. Aber Gaia ist erstmal am Drohnen. Müsste ihn eigentlich gleich sehen. Oh, da kommt. Da müsste er den Heli ansetzen. Aber Fieblitz ist da. Was hat der Mann denn für ein Aim? Sehr stark, Mensch, jetzt Kinder. Und anstatt mit der Typ 89 zu spielen, spielt er einfach nur mit der B-Ring. Und er hat auf jeden Fall mittelstairs Kontakt. Er muss aufpassen. Oh, da kommt das C4. Nein. Ah, der Tobi Kohl steht auf jeden Fall mittelstairs. Könnte noch gefährlich werden. Lisa Ma ist absolut One-Shot. Ah, sie haben noch 26 Sekunden. Also es sieht auf jeden Fall immer sehr gut aus von Taube. Aber das Zeitmanagement, das rennt einfach runter, meine Damen und Herren. Und sie haben bald nur noch... Ja, was heißt nur noch ein paar Sekunden Zeit? Also die Zeit rennt einfach brutal zur Seite. Sie müssen jetzt gleich droppen. Sie müssen versuchen, den Entschärfer zu platzieren. Aber Ganache setzt auf jeden Fall erstmal die ganzen Smoke-Ladungen an. Weil da jetzt einer reinspringt, ist er gleich natürlich das für Nirvana. Tobi Kohl konnte Phillips up-aim. Sehr stark gemacht. Und Chidi ist da und nimmt Lisa mal raus. Jetzt versucht natürlich noch Chidi zu pushen. Aber die Zeit geht einfach gnadenlos runter, meine Damen und Herren. Und das ist halt das, was ich meine mit Zeitmanagement. Am Anfang sieht es immer gut aus, was Taube da macht. Sie versuchen auch immer, da oben alles zu clearen. Sie versuchen, vertikales Gameplay anzusetzen. Aber was sie natürlich immer außer Acht lassen, ist halt die Zeit, meine Damen und Herren. Ich meine, ich als Caster mit der Overview habe natürlich immer ich sag mal jetzt, das einfache Reden jetzt. Ne? Ich sage immer, Mensch, Kinder, warum macht ihr das nicht so? Warum macht ihr das nicht so? Nee, das sind einfach nur Bruchteil von Millisekunden, die Jungs hier Zeit haben zu überlegen. Und wir sagen mal, Silex ist ein Team, was sich wirklich sehr schnell anpassen kann. Und man muss halt schauen, wie man dagegen ankommt. Und zurzeit können sie die Verteidigung von Silex nicht knacken. So, dann gucken wir mal hier. Oh, Mel, grüße dich. Schön, dass du auch mal wieder im Stream bist, Mensch. Ich hoffe, es geht dir gut. Na, was gucken wir denn hier noch hier? Wup, wup, Neroini. Okay. So, kommt, Jungs, strengt euch an. Ja, komm hier, los jetzt. Mach mal ein bisschen hier die Rufe hier. Los, Taube, Taube, Taube. Weil, wie gesagt, meine Damen und Herren, das ist jetzt wirklich ein CW auf oberstem Niveau. Beide Teams sind wirklich stark. Beide Teams sind wirklich finalwürdig, sage ich mal. Ne? Und ich möchte jetzt hier keine Prognosen, ne, weil ich gebe ja so selten Prognosen ab. Ich möchte ja auch keine Prognosen abgeben, aber ich würde mir wünschen, wenn wir hier eine Overtime sehen, meine Damen und Herren. Weil eine Overtime ist einfach mal so richtig geiler, kranker Scheiß. Aber wir können einfach mal schauen, was haben wir denn hier einfach mal bei den Angreifern. Da haben wir Gaia auf dem Sledge, meine Damen und Herren. Fiblitz auf der Hibana wieder. Destroyer auf der Doggeby. Shidi auf dem Line. Und Zulu auf der Twitch, meine Damen und Herren. Auf Seiten der Verteidiger. Ganache-Steiger auf dem Smoke. Das Beast auf dem Jäger, Tobi Kohl auf dem Fliegen, Lisa Ma wieder auf der Valkyrie und QB Try to Rush auf dem Castle, meine Damen und Herren. Und wenn man sich mal so die Stats anschaut, sie sind an sich noch ausgeglichen. Fiblets 3 Kills, Zulu hier 1 Kill, Shidi 2 Kills, Gaia und Destroyer machen hier auf jeden Fall die Supportarbeiten. Und dann sehen wir einfach mal, wenn man sich das jetzt hier mal ganz genau anschaut, ne? Tobi Kohl 2 Kills, Beast 2 Kills. QB 0, Lisa 0, Ganache 0. Aber trotzdem hat Silex 2 Runden gewonnen, weil halt die Zeit gnadenlos abgelaufen ist. Man muss hier halt nicht immer auf Kills gehen, man muss hier auch mal auf Zeit spielen. Und das ist natürlich dann wieder so eine Sache, wo man sagt, nicht schlecht, Silex, nicht schlecht. Aber ich gehe davon mal aus, Taube wird sich darauf einstellen. Und Taube wird auf jeden Fall auch noch ein Mittel finden und ein, zwei Runden im Angriff gewinnen, meine Damen und Herren. Wir schauen einfach mal. Lisa Marsch steht oben, versucht jetzt raus zu pushen. Jetzt bin ich mal gespannt. Lisa Marsch pusht raus. Das... WTF, meine Damen und Herren. Destroyer holt einfach mal die SMG raus und gibt dem Lisa Ma einfach mal eiskalten Heady. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schöner Opening Frag von Destroyer. Auf jeden Fall sehr stark aufgepasst. Und auch ein ganz, ganz kleines bisschen Glück, glaube ich. Ah, Shitty ist immer noch außerhalb. Fiblis hängt auch nach außen. Und sie sind auf jeden Fall ECS. Machen jetzt erstmal Büro auf, meine Damen und Herren. Zulu platziert auf jeden Fall eine Clay. Einfach mal aus der Hüfte mal kurz was weggesprayt.
Oh, das ist jetzt Horror, meine Damen und Herren. Aber Beast ist da und nimmt Destroyer raus und somit ist die 4-4-Situation wiederhergestellt. Aber Feeblitz kann. Nein, Feeblitz kann nicht. Er kann nicht. Er kann zwar Hits ansetzen, aber das war's auch schon. Beast muss aufpassen, wollte ich gerade sagen. Zulu steht einfach CCTV und aimt eiskalt ab. Sehr stark gemacht und somit ist die 3-4-Situation wiederhergestellt, meine Damen und Herren. Aber sehr stark von QB gemacht. Er hat auf jeden Fall mittels der schön hinterlaufen. Ist auch gleich wieder zurückgegangen. Sehr schön. Auf jeden Fall haben wir jetzt die 3-3-Situation wiederhergestellt. Noch 1-19 zu spielen. Tobi Kohl konnte Filmlos rausnehmen. Und somit haben wir jetzt nur noch Gaga und Shidi. Gaga und Shidi haben jetzt noch 1-12 Zeit, um diese Runde für sich zu entscheiden. Ah, sie schauen, sie aimen ab, sie gucken. Der Hard Reacher ist auf jeden Fall schon mal weg. Sie können also nur noch durch Türen und Fenster kommen. Oh, da bin ich mal gespannt, ob diese Nades jetzt... Nein, er hat nicht lang genug gehalten. Versucht jetzt einfach mal rauszulocken. Und Tobi Kohl hat einfach das bessere Aim, meine Damen und Herren. Und somit haben wir jetzt Last Man Standing. Jetzt muss es Shitty richten. 48 Sekunden. Bleibt er an diesem scheiß Schreibtisch hängen? Das gibt's doch wohl nicht. Und Tobi Kohl ist eiskalt, meine Damen und Herren. Und nutzt es aus. Sehr starke Verteidigerrunde gerade von Silex. Und dann gucke ich mal hier gerade, was steht denn hier drin? Ja, Mel, was hast du denn? Only Monsieur. Wir haben gerade einfach einen Win von AR geschenkt bekommen. Ihr habt einen Win von AR geschenkt bekommen? Ich meine, gut, AR ist dieses französische Team, was bei der ESL, ich sag mal jetzt wirklich bei der ESL unter den Top 10 war. Ne, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, weil einer hat auf jeden Fall das Team verlassen und seitdem haben sie sich nicht erholt. Aber ihr habt jetzt eiskalten Win von AR geschenkt bekommen, also dann würde ich mal sagen, wow, ne, schreibt den Jungs mal zurück, GG, ne, also thanks, ne, THX, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, Only Monsieur, welches Team seid ihr denn? Ne, ich habe jetzt keine Lust, jetzt gerade hier im Turnierbaum zu suchen, wo jetzt AR gerade steht. Ne, oder, nee, warte mal, AR ist doch schon etwas länger raus, ne, bin ich der Meinung. Ich müsste jetzt gucken, aber ich habe jetzt keine Lust, gerade den Turnierbaum zu suchen, meine Damen und Herren. Ja, mir geht's auch gut, ja, weißt du doch, ne, also, mich kann nicht so leicht erschüttern. Ne, ich bin froh, dass ich heute mal wieder ein bisschen hier ESL casten kann. Ne, ich bin auch richtig froh, dass ich hier beide Teams, sage ich mal, also wirklich zwei deutsche Teams, auch wenn jetzt bei Silex Europa steht, zwei deutsche Teams hier habe, ne, die jetzt hier um Einzug ins Achtelfinale kämpfen. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir gehen wieder in die Overview, damit ich hier mal ganz schnell wieder den Faden wiederfinde. Gehen wir einfach mal durch. Was haben wir denn hier? Da haben wir Gaia wieder auf der Twitch, Zulu auf der IQ, Fiplips auf der Hibana wieder, Destroyer wieder auf der Doggerby und Shitty auf dem Line, auf Seiten der Verteidiger. Da haben wir Gunna Steiger wieder auf dem Bandit, meine Damen und Herren. Das Beast, das absolute Beast auf dem Jäger. Tobi Kohl auf dem Legion, Lisa Ma auf dem Puls und last but not least, QB Try to Rush auf dem Echo. Und da bin ich mal gespannt. Und diese drei Runden, meine Damen und Herren, zwei davon waren über die Zeit und eine Runde haben sie wirklich also im Zweikampf gewonnen. Also Taube muss hier wirklich, ich sag mal, ein bisschen noch was ändern. Die Ansätze sind da, aber sie schaffen es irgendwie nicht immer, das gewisse Etwas rauszubringen. Wir schauen einfach mal, was hier los ist. Sie sind auf jeden Fall Archiv Waffenlager, versuchen auch wieder hier oben alles zu verteidigen. Beast versucht diesmal auch nicht rauszuspringen. Gaia hängt sich wieder kopfüber. Nein, nicht kopfüber, er ist auf jeden Fall schon drin. Setzt erstmal eiskalt die Claymore da außen hin bei Ostbalkon. Bin mal gespannt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Beast versucht nochmal rauszuspringen, aber ich glaube nicht, dass Beast nochmal rausspringt, meine Damen und Herren. Also er wird es nicht nochmal versuchen, definitiv nicht. Gaia dürfte eigentlich gleich das Beast sehen, ja. Ah, Garnage ist auf jeden Fall noch Waffenlager. Lisa Ma ist im Brunnen, meine Damen und Herren. Und kann jetzt auch ansagen. Und ich sehe gerade, Hibana könnte jetzt gleich sich den Jäger holen. Wenn jetzt Garnage ein Stückchen weiter vorkommt, das Beast weiter vorkommt, kriegt er jetzt ein Heady von Herr Fiblis. Und ich bin mal gespannt, ob Fiblis jetzt den Opening Frick ansetzen kann, meine Damen und Herren. Aber Beast bleibt einfach sehr defensiv. Er lässt sich nicht locken. Oh, da kommt die erste Nate, da kommt die zweite Nate. Und da haut er ab. Sehr stark gemacht von Fiblitz. Da hat er eiskalt das Beast aus seiner Versenkung gelockt. Sehr stark gemacht. Schöner Opening Frag von Fiblitz auf jeden Fall. Oh, da müssen sie aufpassen. Oh, da haben sie gerade gesehen, dass Oma schief einer ist auf den Schaltern. Zulu droht erstmal nochmal aus. Kann jetzt auch nach vorne gehen. Versucht jetzt erstmal die Rotate zu verhindern. Setzt Blinds auf jeden Fall.
Und sie haben auf jeden Fall das Büro schon eingenommen. Und das ist immer das. Die Ansätze sind da von Taube, meine Damen und Herren. Die Ansätze sind da. Sie können die Räume für sich entscheiden. Aber dann geht irgendwann die Zeit zu Ende. Phillips macht jetzt auch erstmal die Zweierwand auf Richtung Archiv. Gaia versucht jetzt auch erstmal zu verschieben. Aimt jetzt erstmal ein bisschen ab. Guckt auch. Destroyer ist immer noch im Büro, croucht jetzt vor sich hin und guckt, ob da einfach ein Handy setzen kann. Und da kennt jetzt Phillips. Sehr stark gemacht von Phillips. Kann jetzt den Double Kill setzen. Konnte Kanalsteiger rausnehmen. Und somit haben wir jetzt nur noch 3 Verteidiger gegen 5 Angreifer. Aber wir haben jetzt nur noch 36 Sekunden zu spielen, meine Damen und Herren. Die Zeit rennt hier maßlos runter. Und das ist das, was Taube hier immer das Genick bricht. Sie sind jetzt in der Überzahl. Echo ist aber noch am Start, meine Damen und Herren. Echo kann auf jeden Fall nochmal alles verhindern. Jetzt geht es los. Phillips versucht jetzt zu pushen. Läuft jetzt erstmal in die Grooves rein. Kann sich jetzt aber auch Tobi Kohl holen. Tobi Kohl konnte aber Gaia noch rausnehmen. Lisa Ma setzt den C4-Kill an und holt Destroyer raus. Und somit haben wir eine 3-2-Situation wiederhergestellt. Zulu nimmt Kubi raus und jetzt haben wir Last Man Standing, meine Damen und Herren. Der Entschärfer wird platziert. Jetzt muss es Lisa Ma richten. Lisa Ma hat kein C4 mehr, meine Damen und Herren. Versucht den Entschärfer noch zu holen, aber der Entschärfer kommt durch. Und jetzt muss es Lisa Ma richten. Und das war diesmal ein sehr, sehr starker Angriff, gerade von Taube. Sie müssen jetzt bloß noch ordentlich abaimen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Lisa Ma das richten wird. Schafft er die 3 Kills oder schafft er sie nicht? Ich traue mich auch gar nicht zu sagen. Er muss erstmal nachladen. Und da wird Lisa Ma hart gepusht. Also Lisa Ma wird wirklich hart gepusht von 2 Operators. Und Phillips holt ihn sich. Und Phillips hat in dieser Runde gerade 3 Kills gemacht, meine Damen und Herren. Sehr stark gemacht. Die Operators gebannt sind richtig. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir. Okay, so wie es aussieht, sind sie einverstanden? Ja, sie sind einverstanden, meine Damen und Herren. Sie sind einverstanden, ich habe alles richtig eingestellt. Ne, weil, wie gesagt, wo war ich stehen geblieben? Achso, wer meine Streams verfolgt, der weiß, dass ich manchmal wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen Probleme habe, aber manchmal haue ich da so kleine Fehler rein und da ärgere ich mich selber. Und ich bin wirklich froh, dass ich, so wie Silex zum Beispiel, dass das ein Team ist, die das halt nicht so eng sehen, sage ich mal. Ich hatte das auch schon im Finale gehabt, im Go4-Finale, dass ich da schon, ich weiß jetzt gar nicht, eine Runde vergessen habe einzutragen oder ich habe da irgendwie was falsch, einen falschen Raum gesperrt und, ne, aber wie gesagt, die Teams sind alle so weit human, dass sie es dem Caster, / Host, verzeihen, wenn er da mal einen kleinen Fehler reinbaut. Ah. Ne, ich transpiriere auch leicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil das sind immer so diese Runden, wo ich denke, So, dann gehen wir doch einfach mal durch. Was haben wir denn hier auf Angreiferseite? Die letzte Angreiferseite für Taube, meine Damen und Herren. Da haben wir Gaia wieder auf dem Bug. Zulu ist auf der IQ unterwegs. Phillips auf der Hibana. Shiddy auf dem Line. Und Doggy, meine Damen und Herren, wird wieder vom Destroyer gespielt. Auf Seiten der Verteidiger. Da haben wir Galage Tiger wieder auf dem Smoke. Das Beast auf dem Jäger. Tobi Kohl wieder auf dem Legion. Lisa Ma auf dem Bandit. Und last but not least, QB try to rush auf den Castle. Und wenn jetzt Taube diese Runde holt, ist wirklich alles wieder offen, meine Damen und Herren. Weil dann verlieren sie auch nicht den Anschluss. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Oh, ich sehe gerade Stevie, Abend. So, wir gucken, aber wir konzentrieren uns jetzt gleich. Ich gehe gleich auf den Chat nochmal ein. Wir sind hier unten auf jeden Fall Lüftungsraum. Und Lüftungsraum, meine Damen und Herren, da ist auf jeden Fall der Knackpunkt hier Toilette. Das muss man auf jeden Fall innehaben. Und wir gucken einfach mal. Diesmal sind 2 Leute unten und 3 Leute oben. Also sie wollen auf jeden Fall die Death-Runde durchbringen. Und wenn ich mir das anschaue, hier die 3 Leute von Taube sind oben. Sie machen sich bereit, die Jungs da oben rauszunehmen. Lisa Ma ist auf jeden Fall alleine im Westbalkon. Versucht auch ein bisschen da außen abzuaimen, aber da wird keiner sein, weil sie alle über Easters Seite angreifen. Und es sind alle 5 Leute oben bei Easters. Und da bin ich mal gespannt jetzt, wie das jetzt abgehen wird. Ne, Gaia macht da erst mal schön auf, damit sie da reinlaufen können. Und jetzt wird erstmal ausgeräumt, meine Damen und Herren. Destroyer hängt am Fenster, ich bin mal gespannt. Nein, er liegt, also er hat wirklich eine gute Position. Könnte auf jeden Fall da einen kriegen, wenn er da weiter reinäumt. Ist jetzt auf jeden Fall schon mal im Büro drinne. Und da wird ein Blinds gesetzt da oben. Oh, sehr stark gemacht. Aber da hat sich jemand richtig schnell zurückgezogen. Und sie müssen auf jeden Fall die 3 Jungs von Silex da oben rauskriegen. Es nützt alles nichts. Und Gaia ist erstmal in die Crew reingelaufen. Muss ich erstmal die Crew rausziehen. Oh, Zulu ist auf jeden Fall da hinten bei Südbalkon. Muss jetzt in die Pause reingehen, damit er hier über CCTV nicht hinterlaufen wird.
Oh, sehr schön. Fearless macht auf jeden Fall die Büroseite auf. Macht die Zweierbrunnenseite auf. Muss jetzt erstmal wieder sich zurückziehen, weil er in die Crew reingelaufen ist. Und er hat sich mitgekriegt, dass der Mittelstairs einer hochläuft. Und QB hat den Opening Frag inne, meine Damen und Herren, und kann Fibless rausnehmen. Sehr wichtiger Frag auf jeden Fall. Und somit ist der Heartbreacher raus, meine Damen und Herren. Und sie können jetzt nur noch, ich sage wirklich nur noch, normal durch die Türen und durch die Fenster. Außer natürlich, es wurden keine Wände verstärkt. Und jetzt kommt natürlich erstmal der ekelerregende Anruf von Mutti. Mensch, Mutti, Alter, ich bin hier gerade wirklich im Fight drin. Hör auf anzurufen. Ah, Shitty auf jeden Fall aimt erstmal gut ab. Und Tobi Cole kann Gaia rausnehmen und somit haben wir jetzt nur noch 3 Angreifer, meine Damen und Herren. Und wir haben wieder nur noch 50 Sekunden. Aber Shitty konnte auf jeden Fall schon mal den Tobi rausnehmen. Destroyer wollte gerade Shitty. Zulu nimmt Delta Mar raus. QB konnte Shitty rausnehmen. Schöner Reflex gewesen. Und somit haben wir jetzt nur noch 2 Angreifer gegen 4 Verteidiger, meine Damen und Herren. 3 Verteidiger. Sehr stark gemacht von Destroyer. Destroyer konnte nochmal QB rausnehmen. 2-2 Situation ist wieder hergestellt. Aber es sind nur noch 30 Sekunden, meine Damen und Herren. Und das ist wieder dieses ekelerregende Zeitmanagement, was Taube wieder das Genick brechen wird. Sie haben jetzt nur noch 24 Sekunden Zeit, um den Plan durchzubringen, um 2 Leute zu töten. Und wenn ich mir das anschaue, Beast ist immer noch Waffenlager, meine Damen und Herren. Beast ist immer noch Waffenlager. Und da frisst er erstmal die Smoke. Kann er sich ihn jetzt holen? Sehr stark gemacht von Beast, konnte Destroyer rausnehmen. Muss jetzt aufpassen, macht den Dropshot und holt sich Zulu. Sehr stark gemacht von Beast, konnte Double Kill in der Killcam noch ansetzen. Und somit geht Silex mit 4-1 in Führung, meine Damen und Herren. Sie haben 4-mal ordentlich verteidigt. Und wenn ihr Silex des Öfteren verfolgt habt, wisst ihr, Silex ist verdammt stark im Angriff. Aber, jetzt kommt das große Aber, meine Damen und Herren, Taube ist noch stärker in der Verteidigung. Taube hat wirklich, ich sage es wirklich so, wie es ist, weil ich habe sie schon 3-4 Mal gecastet. Und sie können sich auf den Gegner in der Verteidigung verdammt gut einstellen. Und wenn sie jetzt ein bisschen aufgepasst haben und wenn sie ein bisschen, ich sag mal, Internetrecherche betrieben haben, diverse Streams, sage ich mal, jetzt gesehen haben von Silex, ne, sowas wie zum Beispiel auf meinem Kanal, wenn ihr mal Bock habt, ne, auf YouTube zum Beispiel, BadRookieTV, ne, da sind auch sehr viele geile Streams drin, dann wissen sie, wie Silex angreifen wird. Und ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt machen, weil Taube ist wirklich verdammt starkes Defense-Team. Und ich bin mal gespannt, ob sie jetzt aufholen werden. Es ist natürlich eklig, dass sie jetzt 4-1 im Rückstand liegen, aber wer Taube kennt, weiß, dass Taube das auch noch aufholen könnte in der Verteidigung. Und ich bin mal gespannt. Bad Rookie, Lust mal zu zocken? Du, ich sag dir das so, wie es ist. Ich habe wirklich Bock zu zocken. Das Problem ist einfach bei mir, also die Zeit. Die Zeit ist es einfach so, ne? Also, wie gesagt, in der Woche muss ich leider Gottes arbeiten gehen, weil ich habe noch keinen Scheich gefunden, der mir das hier finanziert. Ne, am Wochenende versuche ich natürlich so viele Streams wie möglich durchzubringen, sage ich mal jetzt. Sei es jetzt ESL, sei es DSBL, sei es diverse Cups, ne, sei es einfach Fun-CWs. Ne, weil ich habe auch wirklich schon viele Anfragen und Leute, falls ihr wirklich, also falls ich euch absage, ist es nicht böse gemeint, ne, aber es ist wirklich so, ich habe wenig Zeit zu casten und es ist leider Gottes so. Also seid mir nicht böse, ich würde wirklich gerne 24/7 casten. Ich würde wirklich von Montag bis Sonntag gerne casten. Ne, aber es leider Gottes reicht die Zeit dafür nicht aus. Und wir schauen jetzt einfach mal, was jetzt hier abgeht. Wie gesagt, Taube ist jetzt in der Verteidigung. Und ich bin mal gespannt, wie Taube jetzt die Verteidigung durchbringen wird. Wir gehen mal kurz in die Overview. Wir schauen einfach mal, was hier abgeht. Lisa Ma ist auf jeden Fall auf der Burgerby wieder unterwegs. Ne? 4 Leute greifen aus Süden an. Beast auf der Ash. Oha, da bin ich mal gespannt. Ne, weil Beast ist wirklich also ein Beast mit der Ash. Also ich meine, er trägt seinen Namen wirklich, also zu Recht, muss man wirklich so sagen. Es gibt ja einige, die sich Elite und ich keine Ahnung, wie sie sich nennen. Aber Beast hat den Namen Beast verdient. Es ist wirklich so. Was der manchmal reißt, also ist der Wahnsinn. Ja, Tobi Cole ist hier auch schon mal gleich bei den Easters. Oh, setzt eiskalt erstmal Blinds. Also wenn da jetzt einer gestanden hätte, das wäre dann so gewesen, also bei Ranked jetzt wieder so gewesen, Mensch, jetzt Kinder, alter Hacker. So nach dem Motto Hacker. Oh, Beast ist immer noch vor Pausenraum, aimt erstmal ordentlich ab. Und QB, meine Damen und Herren, QB ist auf dem Blitz unterwegs. Und wer QB kennt, weiß, wie QB fucking Blitz spielt. Und wenn ihr das gerade gesehen habt, hier diesen eiskalten Heady und die Respect-Challenge danach,
Meine Fresse, das waren gerade Double Kills, Alter, da träumt der Führer von. Destroyer konnte zwar Lisa Mara rausnehmen, aber Beast ist da und nimmt Fiblets raus. Tobi Kohl nimmt Destroyer raus und somit haben wir bei 1:36 Last Man Standing. Gaia muss es richten. Gaia kann auf jeden Fall nochmal Intro schießen. Setzt noch die Smoke-Ladung nach, damit er auf jeden Fall Garnage rausnehmen kann. Aber er hat jetzt noch 1:28 Zeit, noch drei Leute von Silex down zu machen. Und Tobi steht um Easters. Tobi setzt einfach Blinds Richtung Easters. Und jetzt muss Gaia sehr, sehr schnell agieren, meine Damen und Herren. Und wie eiskalt ist das Beast? Wie eiskalt ist das Beast? Er legt sich einfach Hallway hin, aimt Easters ab und holt sich Gaia. Da bleibt meine Stimme weg, meine Damen und Herren. Fucking geil. Geil. Fucking geil. Und somit, meine Damen und Herren, steht Silex im Matchball. Jetzt hat es Taube richtig schwer. Jetzt hat es Taube verdammt schwer. Sie müssen jetzt viermal den Matchball abwehren, meine Damen und Herren. Viermal. Und das gegen einen Gegner wie Silex. Das wird verdammt schwer. Oh mein Gott, Alter. Ich möchte jetzt wirklich nicht in der Haut von Taube stecken. Hier geht es um den Einzug ins Achtelfinale, meine Damen und Herren. Also wir reden jetzt hier nicht von Round 4. Das ist jetzt ein Scherz, Lisa. Das ist jetzt ein Scherz. Aber sie dürfen kein Rehost mehr machen, meine Damen und Herren. Oder? Ja, nein, nein, ja. Ja, nein, ja, naja. Ah! Ich weiß gar nicht. Oh. Nee, sie dürfen kein... Ich weiß jetzt gar nicht. Hatte Taube jetzt vorhin Rehost gehabt oder hatte Silex die Rehost gehabt? Nee, Taube hatte Rehost gehabt, glaube ich, ne? Oh, bitte nicht. 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 Oh, bitte nicht, oh, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Ach, meine Schätzkinder, Leute, kommt, Leute, kommt. Die Angreifer müssen Bomben lokalisieren. Aber so wie es aussieht, meine Damen und Herren. Ah, Gott sei Dank. Also, ich weiß nicht, ich bin der Meinung, Taube hatte den Rehost gehabt, aber nicht Silex. Oder? Doch, Silex hatte doch im Angriff den Rehost gehabt, meine Damen und Herren. Oh, also, ey, es tut mir jetzt wirklich leid, wenn ich sage, Gott sei Dank hat Silex keinen Rehost mehr. Gott sei Dank. Weil jetzt bin ich gerade echt in Schwitzen gekommen, weil wieder diese Einstellung zu machen. Hulalalala. Aber wir gucken einfach mal die Angreifer durch. Da haben wir Karnasteiger auf dem Line, meine Damen und Herren. Das Beast auf der Ash wieder. Tobi Kohl auf der Hibana. Und QB auf dem Blitz. Wir sind denn jetzt hier bei den Verteidigern. Gaia auf dem Puls. Zulu auf der Valkyrie. Fiplips auf dem Bandit. Destroyer auf dem Maestro und last but not least, der Shitty auf dem Echo. Und jetzt, meine Damen und Herren, hat Taube die Möglichkeit, ihre erste Verteidigerrunde zu holen. Und das ist natürlich verdammt wichtig. Sie müssen jetzt viermal gewinnen hintereinander. Und das gegen ein Team wie Silex. Und Silex ist zwar in der Unterzahl, aber sie können trotzdem noch gewinnen. Weil sie haben das Potenzial, meine Damen und Herren. Sie haben einfach das Potenzial. Und sie stehen auch unten und sie drohen erstmal schön Zoll aus, meine Damen und Herren. Und versuchen erstmal den Gegner zu suchen. Drei Leute sind unten, zwei sind oben. Sie gehen gar nicht erst oben hin. Sie versuchen gar nicht erst die Jungs da oben rauszuholen. Sie versuchen gleich unten auf Plan zu gehen, so wie es aussieht, meine Damen und Herren. Und wenn man sich das anschaut, wie die Drohnen hier alle fahren, von QB, von Chidi. Also, Wahnsinn. So, QB geht jetzt los. Jetzt bin ich mal gespannt, meine Damen und Herren. Wir gehen auch mal gleich direkt rein. QB hat auch gleich Kontakt bei Easters. Konnte den Blitz auch fast One-Shot schießen. Und wie gesagt, meine Damen und Herren, aber Garnage ist da und nimmt Destroyer raus. Und somit haben wir die 4-4-Situation wiederhergestellt. Und das ist natürlich richtig ärgerlich jetzt für Taube. Sie hatten Überzahl. Und Lisa Mars wieder zurückgekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie trotz alledem noch die Verteidigung durchbringen. Und QB versucht einfach reinzugehen in den Spot. Er versucht eiskalt reinzugehen jetzt. Echo ist schon in Shit geschossen. Oh, jetzt muss QB aufpassen. Und es kann doch wohl nicht wahr sein, aber Gaia ist da. Gaia hat das Aim. Und kann QB rausnehmen. Wichtiger, verdammt wichtiger Frag, den Gaia gerade gemacht hat. Echo ist zwar noch in Shit geschossen. Ich weiß jetzt nicht, ob Gaia ihn noch wiederbeleben kann. Fiblitz ist aber auch da. Und sie können Echo wiederbeleben. Sehr stark. Also, Mensch, jetzt geht er, was hier gerade abgeht von Taube. Und wir haben jetzt eine 4-3-Situation, meine Damen und Herren. Zwar ist Bennett jetzt absolut One-Shot geschossen, aber egal, sie haben eine 4-3-Situation. Bennett ist jetzt in Shot geschossen, Tobi Kohl konnte Philips rausnehmen. Und Beast nimmt Zulu raus, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt nur noch zwei Verteidiger gegen drei Angreifer. Noch 57 Sekunden zu spielen. Jetzt muss Gaia und Shidi es richten. Können sie diesen Matchball abwehren, meine Damen und Herren?
Oh, sehr stark gemacht von Gaia. Gaia konnte Garnage rausnehmen. Kann sie den Double Kill ansetzen? Nein, sie muss erstmal nachladen. Verschiebt jetzt Richtung Zoll. Sehr stark gemacht von Gaia. Kann den Handy ansetzen mit dem Biest raus. Und somit haben wir jetzt Last Man Standing, meine Damen und Herren. Jetzt muss es Tobi Kohl richten. Kriegt Tobi Kohl den Matchball durch? Oder kriegt er ihn nicht durch? Also ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Tobi Kohl kriegt jetzt aber gerade ein bisschen was ab. Muss jetzt sich erstmal wieder verziehen. Hat noch 24 Sekunden Zeit, meine Damen und Herren. Versucht jetzt erstmal die Plant durchzusetzen. Und da kommt Shidi. Shidi hat es mitbekommen. Shidi hat es mitbekommen. Nein, Shidi hat es nicht mitbekommen. Tobi Kohl hat auch unterbrochen. Er hat nur noch 14 Sekunden. Aber Gaia versucht zu hinterlaufen. Tobi kann auf jeden Fall noch Shidi holen. Jetzt hängt es von Gaia ab. 5 Sekunden übrig. Und was ist? Was ist, meine Damen und Herren? Schafft er es? Er muss sich verziehen. Er muss sich verziehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, das war jetzt gerade auf der letzten Rille. Entschuldigt bitte gerade, wenn jetzt gerade mein Mikro ein bisschen übersteuert hat. Alter Schwede. Was war das denn gerade? Meine Fresse. Also, das war jetzt gerade, also, was ging da gerade ab? Tobi Kohl setzt den Plant an. Shitty kriegt das mit. Geht nach vorne. Tobi Kohl unterbricht bei 2 Sekunden. Und versucht den Kill noch zu kriegen, meine Damen und Herren. Aber Shidi hat veraimt. Tobi Kohl hat veraimt. Aber Shidi hatte wirklich noch die Reaktion zu verschieben. Er ist wirklich noch weggegangen, meine Damen und Herren. Er ist mittels, der ist noch hochgelaufen. Er hat wirklich die letzte Sekunde. Alter Schwede, meine Herren. Also das war jetzt wirklich auf der letzten Rille. Mann. Was war das denn gerade? Holla die Waldfee, sage ich dazu, ne? Holla die Waldfee. Also das war jetzt wirklich gerade eine Runde. Also da ist mir jetzt wirklich auch gerade die Spucke weggeblieben. Ich sage es so, wie es ist. Mir ist wirklich gerade die Spucke weggeblieben. Meine Fresse. Das war gerade Spannung pur. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, was jetzt hier bei den Angreifern abgeht. Garnage ist auf dem Line unterwegs. Das Biest wieder auf seiner Ash. Tobi auf der Hibana. QB auf dem Blitz. Und Lisa Ma auf der Doggy Bee. Auf Seiten der Verteidiger. Gaia hat diesmal den Kapkan ausgepackt. Zulu auf der Valkyrie. Fiblitz ist auf dem Legion unterwegs, Destroyer auf der Ela und Shitty auf dem Jäger, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns jetzt einfach mal so die Stats hier mal so ein bisschen zu, ich sag jetzt mal so, ja, zu Gemüte führen. Gaia mit 4 Kills, also der hat gerade die Runde wirklich, also, oh, gerade so auf der letzten Sekunde wirklich die Runde geholt. Mit 4 Kills, Alter, der Top-Fragger hier gerade bei Herr Taube. Destroyer mit 2 Kills, auch gut hinterher. Zulu 1 Kill, Shidi 1 Kill und Fiblitz hat, glaube ich, hier die Supportarbeiten gerade inne. Auf Seiten, also wie gesagt, also Tobi, wenn man sich das mal anschaut hier, 4 Kills, 4 Assists und nur einmal gestorben. QB 4 Kills, 1 Assist. Das Beast 5 Kills, Garnage mit 1 Kill und Lisa Ma kommt irgendwie nicht ins Spiel rein. 0 Kills, meine Damen und Herren. Aber das war gerade also eine Verteidigerrunde. Und Tobi Kohl macht den Opening Frag und holt sich einfach mal den Fiblitz. Also jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, wo war denn jetzt der Fiblitz gerade? Also das muss doch hier irgendwo gerade... Wo war? Wo? Also das, da komme ich jetzt wirklich klar. Wo ist denn unser Tobi? Alter Schwede. Sorry Leute, dass ich da nicht drauf war. Ich war gerade noch so am Tun und Machen, am Gucken. Und QB ist schon wieder Easters. Läuft hier eiskalt Hallway. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, da kommt das C4 gerade von der Valkyrie, aber das ging gerade rein. Das ging gerade ins Nirvana, meine Damen und Herren. Und das Biest unterstützt gerade, Sind beide jetzt aber gerade in die Candela reingelaufen. Und sie müssen jetzt aufpassen. Also diese beide gerade Fullflash gewesen. QB rennt rein, Tobi Kohl holt sich Zulu raus. Lisa mahnt den Shitty noch raus. Sehr stark gemacht. Gaia kann aber den C4-Kill ansetzen an Tobi Kohl. Und Gaia holt sich noch QB, aber Garnash ist da und Destroyer. Und Lisa Ma holt sich Gaia. Und somit, meine Damen und Herren. Und somit... gewinnen die Jungs von Silex dieses Match. Sehr stark gespielt. Sehr stark gespielt von beiden Teams. Aber Taube kam leider Gottes nicht rein ins Spiel. Sehr stark gemacht. Mann, was war das gerade für die... Also, alter Schwede. Also, das war gerade ein Angriff. Meine Fresse, sehr stark gemacht. Dickes GG von meiner Seite aus.